Hallo ihr lieben Skorpione und herzlich willkommen im Juni. Wir schauen uns jetzt an, was der Juni für euch an Hauptenergien bringen wird, was euch so durch den Juni begleitet. Ja, da kommt gleich das Halschakra ein bisschen durch, man hört schon meine Stimme, wenn ich mich so mit euch verbinde, ihr Lieben. Da geht es um den Selbstausdruck, um die Reinigung, die Klärung, auch der Gedanken kommt da gerade mit. So, dann schauen wir uns einmal an, was die Karten hier... Oh, es geht auch um die Fülle. Ich habe sich schon umgedreht. Jo. Den Frieden und die Begeisterung. Sehr, sehr schön. Das ist ja jetzt so richtig herausgehopst alles hier. Hier mit dem Frieden, mit dem Blau, nehme ich wirklich ganz stark mit, eben weil ich vorher schon gesehen habe, oh, das ist das Rückblatt übrigens da, das ist das, was ich jetzt gerade sagen wollte, die Reinigung. Ich reinige mich innerlich und lasse alte Gedanken, Gefühle und Energien jetzt los. Und da wird auch das Hals, der Halsbereich und auch der Stirn- und Kronenbereich etwas angesprochen. Ja? Und hier geht es um die Reinigung und den Frieden. Ich erschaffe jetzt Frieden in mir selbst und lasse diesen auch in die Welt hinaus fließen, um Fülle zu finden. Das Universum hält einen immerwährenden Strom der Fülle für mich bereit. Fülle, also finden war jetzt gar nicht das richtige Wort, sondern die Fülle für mich zu integrieren. So, weil finden musst du sie nicht, sie ist da. Du brauchst es bloß für dich ergreifen, ja, und in dich aufnehmen, die Fülle. Die ist immer um dich herum und begleite dich auch mit Begeisterung und du darfst mit Begeisterung leben. Durch meine Begeisterung setze ich starke schöpferische Kräfte in Gang. So, was möchte euch Skorpions denn im Juni von den Herzbotschaften hier begleiten? Auf ewig respektiere den Ort im anderen, in dem alleine die Liebe wohnt, respektiere den Ort im anderen, der ewig währt. Du willst scheinbar etwas auf Biegen oder Brechen erzwingen, lass den Dingen ihre Zeit. Und da nehme ich jetzt schon wahr, da geht es um alte Strukturen, um dich selbst, ja, um die Freiheit, aber auch um jemanden anderen vielleicht, der hier immer wieder, ja, da kommt wieder der Halsbereich durch, ja, der Selbstausdruck. Was möchte man wirklich, wo möchte man wirklich hin, ja? Hier in die Ruhe zu kommen, in die Heilkraft, ins Vertrauen, ja, ihr seid miteinander verbunden. Das ist überhaupt nicht das Thema und alles, was hier, wo es jetzt darum geht, vielleicht loszulassen, Themen zu bearbeiten, Muster hinter sich zu bekommen oder zu erkennen oder was auch immer, das geht alles nur in seinem Tempo und ein bisschen die Ungeduld hier, auflösen und mit Begeisterung und Fülle füllen. Es ist alles da und es ist alles genau zur richtigen Zeit, genau dann für dich bereit, wenn du dich in diesen Schritten befindest. Ja, also da einfach vielleicht den Druck ein bisschen rausnehmen, falls hier einer ist oder falls hier ein Druck von außen kommt, hier in die Freiheit zu gehen und zu sagen, hey, nein, ja, ich bin da, ich darf Fülle und Begeisterung jetzt leben, ich gehe in den Frieden, alles andere reinige ich jetzt, ich bin frei. Und wenn hier irgendeine Situation auf mich zukommt, die mich stresst, die mir nicht gut tut oder sonst irgendwas, gehe ich wieder in meinen Selbstausdruck, gehe vielleicht auch in die Kommunikation darüber und fühle mich frei, ich zu sein. Ja, und da ist hier die Hilfe schon, dein Gebet ist angekommen. Hier ist die Hilfe schon auf dem Weg zu dir. Gut, dann schauen wir uns an den Rat der Ruhepriesterin. Was möchte so im Juni für dich gesehen werden? Was begleitet dich dadurch? Oder euch, ihr lieben Skorpione. Was ist die Hauptenergie? Um was geht es? Woher kommt ihr? Was ist gerade so los? Das war zu viel. Und da kommt die Hohepriesterin selbst. Also man ist damit beschäftigt, sein Licht und sein Schatten, seine Wünsche, seine Unwünsche, seine gesehenen Dinge, seine nicht gesehenen Dinge, alles miteinander zu vereinen und sich als Ganzes völlig klar zu sehen. Da geht es ja darum. Man nimmt sich selbst wahr, man geht in die Fülle, man geht in die Begeisterung, man kriegt vielleicht nicht mehr gegen sich, ja, oder gegen Situationen und bringt das alles in die Reinigung. Hier geht es ums Urvertrauen, was dadurch erweckt und aktiviert wird. Ich aktiviere mein Urvertrauen ins Leben und fühle mich jederzeit sicher und geborgen, genauso ist es. Ja? Und auch sicher, was das betrifft, dass ihr eure Wünsche, Träume und verwirklichen dürft und das aber auch in den Ausdruck bringen könnt. Bei euch kommt immer wieder der Ausdruck mit. Und das, was hier noch im Schatten liegt, das wird jetzt für euch integriert und vereint, ja? Damit ihr in diesen Ausdruck, in diese Aussprache, in die Klärung kommen könnt. Und ich soll jetzt eine Heilzahl auf
die Zeit ziehen. Schauen wir uns das mal an, was möchte hier als unterstützende Energie hinzu. Die Harmonisierung in Familiengeschehen bringen familiäre Themen heilen. Und die Zahl 11, die Selbstmeisterschaft, für sich selbst stehen, naja, genau so ist es. Ja. Das ist ja genau das, was wir jetzt gesagt haben. Freilassen, öffnen, sich mit sich selbst wieder verbunden fühlen. Ja. Und wenn das beim einen oder anderen vielleicht auch noch mit Darmgeschichten zu tun hat oder so, dass man diesen nervösen Magen, ja, wo auch immer wieder der Darm in Mitleidenschaft gezogen wird, dann geht es darum, sich hier wirklich in die Freiheit zu entlassen, klar zu werden und den Druck auch hier wieder aufzulösen, um in die Ruhe, in die Befreiung, in die Beruhigung und in die Zufriedenheit zu gehen. Und das liegt ja hier alles da. Also ihr werdet wunderbar dorthin geführt, dass das auch für euch passieren kann, ihr lieben Skorpione. So, was kommt als Hauptenergie hinzu? Jetzt brauchen wir ein bisschen Platz. Begeisterung legen wir da gleich drüber. Was kommt als Hauptenergie für euch hinzu? Vier der Schwerter, Ruhe. In der Ruhe liegt die Kraft. Man legt hier die Schwerter nieder, da kommt wieder mit die Komplementation. Also wirklich dieses in sich ruhende, in sich ankommende, meditative, aber auch sich selbst in Empfang nehmende. Ja, ich vermische diese zwei Wörter immer miteinander. Das Komplementieren und die Komplementation. Aber diese zwei vermischen sich bei mir tatsächlich auch oft, weil es einfach zusammenspielt für mich. Ja, dieses in sich ankommende, um sich selbst in Empfang zu nehmen und dann erst wieder nach außen gehen. Und genau das ist die Energie, die hier tatsächlich auch für euch im Juni mitschwingt. Ja, um hier auch Licht und Schatten für euch zu integrieren. Ja, weil ihr scheinbar auch aus einem zerrütteten, vielleicht zweifelhaften, vielleicht auch ein bisschen schwierigeren Kreislauf herauskommt. Ja, hier geht es um Täuschungen, Enttäuschungen, um sich davon stehlen, aus dem Staub machen, Verrat, was auch immer. Ja, hier hat man scheinbar nicht mit ehrlichen Geschichten gespielt. Ihr oder jemand anderer, also ich nehme hier schon mit, dass ihr aus so einer Situation kommt, also dass das mit jemandem in Zusammenhang oder mit einer Situation im Zusammenhang passiert ist, wo ihr jetzt euch erholen müsst aus dieser Situation. Da will noch eine raus, ja, da ist sie schon, genau, ja, um hier wieder in eure Kraft, in eure Fülle zu kommen. Die Königin der Münzen spricht für mich schon für eine reife Situation, wo man wirklich wieder in seine Kraft kommt, auch in die materielle Fülle, und wir haben ja die Fülle auch hier liegen. Und mit materieller Fülle meine ich jetzt hier nicht unbedingt nur Geld, sondern sich mit der Erde verbunden fühlen, einfach auch mit beiden Beinen auf dem Boden zu stehen und hier die Fülle wirklich für sich wahrzunehmen. Einfach dieses Standing, ja, die Fülle in sich, ja, keine Mangelsituation. So. Welche Energien nehmen zu? Was verstärkt, kommt verstärkend hinzu? Was wird mehr? Was will sich hier füllen? Man erkennt hier seine neuen Wege, ja, und verlässt hier tatsächlich eine schwierige Situation. Sehr schön. Also man wird hier total geführt, das passt, weil man hier tatsächlich diese 9 der Schwerter-Energie nicht mehr haben will. Diese Zerrissenheit, ja, Albträume, immer wieder nachdenken, was da passiert ist, das endet. Ja, man verlässt diese Situation der Schwere und geht in einen neuen Zustand hinein. So, jetzt kommt's. In die Kommunikation, Halsbereich, ja, in den Selbstausdruck, was hier tatsächlich absolut zur Erfüllung führen wird. Ja, also die Stabenergie, die Leidenschaft, das Erdige, der Erfolg legt sich hier tatsächlich drüber, bringt Früchte. Wir haben hier Stäbe, die schon jetzt wollte ich sagen, Wurzeln geschlagen haben. Für den einen oder anderen wird das vielleicht auch so sein. Aber da geht es eher darum, dass da Keime treiben. Blätterchen sind schon da. Ja? Und hier schafft man es tatsächlich auch, die Kommunikation nicht nur im Kopf, sondern auch wirklich hinunter auf die Erde zu treiben. Sehr, sehr schön. Was geht raus? Wir haben ja schon gesehen, was rausgeht. Das war die zunehmende Energie. Also es nimmt zu, dass ihr das völlig für euch erkennt, ein klares Standing für euch einnimmt und eine Situation verlässt, die euch nicht mehr gut tut, oder Gedankenkonstrukte, die euch nicht mehr gut tun, ja, wie auch immer, was auch immer, um hier in der Fülle zu stehen, ja. Und weil ich ja schon bei der Frage war, was geht raus, es geht raus, dass man um Fülle bittet,
Ja, dass man versucht im Außen, dass man versucht vielleicht eine Situation oder sonstiges im Außen dazu bewegen, dass man innerlich selbst gefüllt wird. Man füllt sich jetzt selber auf. Ja, und das ist diese Reinigung, dieser Frieden, diese Fülle, die man für sich selbst gewinnt. Ja? Weil man an Klarheit gewinnt, dass das gar nicht sein muss und dass man ja die Füße hier ständig tatsächlich im Wasser stehen hat, ja, wenn wir jetzt hier von der Fülle, vom Wasser, mit der Inspiration und so weiter hat, das erkennt man hier und es geht raus, die Suche im Außen nach Fülle, Glück und Stabilität und der eigenen Führung. Das, was ich hier stark wahrnehme, es ist ein bisschen lustig, dass die Dinge hier verdreht fallen. Ja, also bei dem, was positiv wird, legen sich Karten hin, die schwieriger sind. Und bei dem, was schwieriger ist und rausgeht, legen sich Karten hin, die positiv sind. Und das ist aber hier jetzt tatsächlich so gewollt, ja, weil es der umgedrehte Sinn ist. Ja. Man erkennt hier tatsächlich, ja, und das geht raus, weil man es erkannt hat und für sich integriert, damit man hier das andere Land tatsächlich auch finden kann. Man weiß ja jetzt, dass man sich führen lassen kann und seine Fülle selbst in sich gewinnt, indem man sich das selbst auch wirklich gibt und hier bei sich selbst landet. Sehr, sehr schön, ihr Lieben. Das ist eine sehr gute Begleitenergie für den Juni. So, was ist die dunkle Seite der Hohepriesterin? Und euch da wirklich treiben lassen. Wirklich treiben lassen und in Ruhe einfach anschauen, was da ist. Vielleicht auch mit diesem Forschergeist, was ich immer wieder sage. In die Begeisterung hineingehen. Es muss nicht schwer sein, ihr Lieben. Ja? Schaut euch diesen Zustand einfach auch als eine Bereicherung und als eine neue Stufe an, wo ihr jetzt hineingehen dürft, könnt und werdet. Also, was ist die dunkle Seite der Hohepriesterin, ihr lieben Skorpione? Was ist euch noch nicht so ganz bewusst? Was kommt da aus dem Unterbewusstsein hervor? Um was geht es oder wo ist man auch manchmal vielleicht noch im Widerstand? Was möchte hier vielleicht nicht ganz gesehen werden? Das ist sehr interessant, dass ihr alle Möglichkeiten und Chancen selbst in der Hand trägt, ihr die Krone eigentlich schon gerichtet habt und hier in der Klarheit steht, aber dazu einfach noch eine Situation, wo es weder Gewinner noch Verlierer gegeben hat, ja, für euch beendet, beziehungsweise gibt es keinen Gewinner, wenn man in dieser Situation verharrt, kommt jetzt mit, aus irgendwelchen Gründen, wenn man bleibt. Wir haben ja hier die 6. Schwerterenergie, hier sind die 5. Schwerter. Also vielleicht befindet sich der ein oder andere noch in der 5. Schwerte-Energie, wo hier die Klarheit kommt, ja, damit man sein Krönchen wieder richtet. Man kriegt diesen Impuls, steht auf, das verwandelt sich mit der 5 und der 1 in die 6. Schwerter, ja, und zieht hier quasi von dannen aus dieser Situation heraus, um Fülle und Glück für sich zu, um das Alte in Fülle und Glück für sich zu verwandeln, kam da jetzt mit. Ja. Und hier ist es vielleicht noch nicht ganz klar oder hier weiß man vielleicht noch nicht ganz wohin. Ja? Und da geht es jetzt darum, den Blickwinkel auf seine Wünsche und Visionen zu richten und auf das, was einen gut tut. Ja? Und vielleicht mit dieser Situation, die hier eine persönliche Reife gebracht hat, aber vielleicht nicht das, was man sich gewünscht hat, in die Reinigung und in den Frieden zu bringen, damit man hier tatsächlich auch mit neuen Inspirationen weiterschreiten kann. Weil die Möglichkeiten und Chancen hat man hier tatsächlich in der Hand. Eine möchte noch, okay, zwei möchten noch hier, da, ja, du bist nämlich der Künstler deines Lebens, ja, hier endet dieser Prozess. Lass das zu, sträub dich hier nicht gegen dieses Ende, was auch immer das heißt, ja, ein Ende ist immer auch ein Neuanfang und wenn das die alten Strukturen gehen, können neue Strukturen entstehen und da kommt der Künstler, das ist eine ganz hohe Karte für mich, wo es darum geht, dass die Visionen, die Begeisterung, die Fülle, der Frieden in seinem Leben neu geschaffen werden, ja, und vielleicht seht ihr das noch nicht, der ein oder andere, weil es einfach noch in der Schwere oder in der Wandlung im Moment noch liegt. Ja? Und da geht es aber darum, sich diesen Prozess völlig hinzugeben, damit das für einen entstehen kann. So, was ist die helle Seite der Hohepriesterin? Was ist euch bewusst? Woran arbeitet ihr schon? Okay, dass ihr tatsächlich in die zweigefühlte Energie, also auch in die Seelenpartnerschaft, in die Liebe, in die Gemeinsamkeit, in die eintreten wollt und dass euch jetzt wichtig ist, dass auch die Kelche beidseitig gefüllt werden. Ja, also nicht nur immer einer einen Kelch füllt oder man in der Bedürftigkeit ist oder in Gedankenkonstrukten, weil das endet. Ja. Euch ist bewusst, dass dieser Zustand, und da haben wir wieder die Schwerterenergien,
endet. Sehr, sehr interessant. Das ist sehr ähnlich auch der Wagenenergien. Die haben, also nicht ganz, aber ähnlich. Die haben auch sehr viele Schwertenergien. Das kommt hier tatsächlich mit. Ein alter Prozess endet. Ihr wollt Fülle, auch im Liebesgeschehen. Ja? Fülle generell und Freiheit. Und das auf einer gleichen Ebene. Ja? Dieser alte Prozess endet, damit die Kelche hier auf beiden Seiten gefüllt werden können. Und das haben wir hier noch. Ja? Da kommen ein bisschen die Strukturen mit, dass man hier noch nicht ganz, ganz klar dafür sich vorangeschritten ist. Deswegen liegt hier auch noch die Reinigung, deswegen geht es ja auch noch um den Halsbereich. Deswegen bekommt ihr jetzt hier auch noch die Heilenergie hinzu und deswegen ist die Führung auch bei euch eingeschalten, um euch dorthin zu begleiten. Und das sind so ein bisschen die Juni-Energien, die da mitschwingen. Also für euch geht es auch in eine neue Ära. Sehr, sehr schön. Was kommt da jetzt im Außen auf euch zu? Na, das ist ja sehr gut. Vielleicht was Stürmisches, vielleicht auch schnell, vielleicht auch schneller als gedacht, aber hier kommen fruchtbare Geschenke, noch nehme ich aber trotzdem auch mit, da geht es um deine eigene Persönlichkeit, nämlich dass du dein Zepter in die Hand nimmst und hier tatsächlich die Kraft aus dem Inneren heraus schöpfst, ja, dein Pferd sattelst und hier davon oder hin oder wie auch immer reitest, dich aufstellst, klar, also deine Kraft, das Pferd hier symbolisiert für mich die Kraft, den Willen, die Power, die hier aufsteht, das ist für mich wie ein aufbäumendes Pferd, vielleicht sich auch vor wie niedrigeren Strukturen entfernt und darüber hinweg reitet. Das kommt hier mit an Energie. Also durch die Kraft, durch das Zepter in der Hand, ja, auch durch einen gewissen Schutz, der da mitkommt, das ist jetzt keine verteidigende Haltung. Ja, der Ritter hat eine Rüstung auf, ja, aber hier geht es eher darum, das ist so wie ein göttlicher Schutz, die inspirierende Flamme. Man nimmt hier sein Zepter in die Hand und ja, erhebt sich über diese Strukturen hinweg, die einen hier vielleicht noch halten. Und damit kommen natürlich auch neue Chancen und Möglichkeiten zu. Und die Strukturen, die einen hier halten, das sind Belastungen, Belastungen der Vorzeit auch ein bisschen, das ist das, was man hier spürt, und eine Mangelenergie. Die fünf der Münzen sind ein bisschen eine Mangelenergie und das ist ja das, was hier auch durchkommt, ja? Dass hier eben nicht gefüllt wurde und dass man sich hier auch nicht selbst gefüllt hat, weil man wahrscheinlich jemanden anderen oder eine Situation sehr viel Energie gegeben hat, sehr viel Fülle nach außen hinweg gestrahlt hat, anstatt es für sich selbst aufzunehmen. Ja? Und diese Situation, da erhebt man sich jetzt drüber, das sind alte Konstrukte der Familiengeschichte und, die da mitschwingen, das endet. Ja? Man sattelt hier jetzt sein Pferd und reitet über diese Strukturen hinweg, man löst sie auf. Was ist jetzt der Rat der Hohepriesterin für euch, ihr Lieben? Nein, es soll noch hier ein bisschen was geklärt werden. Gut, was denn mit anderen Karten? Ja, besinne dich auf deine Wünsche, auf deine Begeisterung, auf deine Träume, auf deine Visionen. Der Wunschbrunnen wünscht dir was. Ja? Wohin soll es gehen? Warum? Was willst du hier erschaffen? Ja? Warum sattelst du hier dein Pferd? Aus was willst du heraus? Wir haben ja schon gesehen, dass das ein bisschen schwerere Energien waren, die jetzt enden wollen. Ja. Und du willst dorthin, und das ist auch tatsächlich, das ist das, was in der Wahrheit lebt, du möchtest keinen Machtkampf mehr, du möchtest diesen Machtkampf beenden und endlich deine Wahrheit leben. Du legst dein altes Gewand ab, um hier in der Freiheit und in der Fülle, in der Begeisterung, in der Neuheit deines Lebens zu stehen. Sehr, sehr schön, ihr Lieben. Ja, das ist das, was hier noch mitkommt. Wünsch dir was, besinne dich auf deine Wünsche, deine Führung ist eingeschalten, ja, also alles gut soweit. Und was ist der Rat der Hohepriesterin? Um was geht es? Ja, dass sich dein Rat, das Schicksalrat, wendet und wieder in eine neue Richtung dreht. Darum geht es. Es ist der Umbruch, der Vorgesehene, der Schicksalhafte durch deine eigenen Tiefen. Ja? Um dort in der Tiefe aufzuräumen, um in Frieden in deiner Fülle dann zu stehen. Ja? Damit du diese Wahrheit für dich auch wirklich leben kannst. Ihr lieben Skorpione, sehr schön.
Ja, da ruckelt es und zuckelt es vielleicht noch an der einen oder anderen Stelle, aber das ist okay. Ja, man muss sich ja nicht stressen, es ist einfach dieser Reinigungsprozess, der da gerade stattfindet. Aber die Aussicht dann auf gefüllte Kelche, auf seine Visionen, auf seine Träume ist wunderschön. Ja, legt den Fokus dorthin, genau darum geht es, ja, und lasst euch dorthin von eurer Seele leiten. Ich wünsche euch einen wunderbaren Start in den Juni, lieben Skorpione. Bis dann. Hanuman Bolo, Hanuman Bolo.